Wiesbaden meinst du jetzt? Ja. Nee, diesmal, also ich habe gar kein Poker gespielt jetzt die letzten Tage. Null Poker. Ja, das Pokerspiel in diesen Tagen hat komplett verändert. Definitiv. Nee, das nicht. So, Freunde. Das ist so komisch, also wenn man im Urlaub war und dann zurückkommst und dann an die Tische geht, ist schon... Ja. Stimmt. Der Salva. Danke. Salva ist da. Ihr macht hier ein bisschen Spammerei sehr gut. Ich habe hier gerade einen interessanten Spot. Hier leadet einer mich rein für Hälfte Pot. Das sieht relativ stark aus. Ich calle diese Turn Bet. Und schau mal, was der River bringt. Der River bringt die Karo 6. Tja, was hat er denn hier? Ich block 8-9. Warum leadet er auf die 10 auf dem Turn? Ist die Frage, bin ich hier jemals gut mit meiner 7? Hat er nur einen Flush Draw und traut sich jetzt nicht zu bluffen? Oder muss ich jetzt sowas wie ein Set rausfolden, weil er Schiss vor Straße hat? Also ich denke eh nicht, dass er folden wird, wenn er ein Set oder 2 Pair hat, deswegen checke ich lieber. Oh, hat den Flush Draw, ich bin gut. Kurz vor der Pause noch, lecker Pöttchen abgeschmatzt, der hat nicht geblufft. Alle mal Bubis in den Chat. Ey, ich hab Doppelbubis, guck mal. Ich hab Bubis hier und Bubis da. Nee. Und auch zweimal die gleichen. Wie geil ist das denn? Wie krass ist das denn? Was ist das denn für ein Zeichen? Das rigged. Wie zeigt mir das Tool? Das sind Zeichen, Leute. Bubis hier, Bubis da. Und noch zweimal die gleichen. Das ist das Ding. Das ist ja... Das ist doch irgendwie, ne? Bubis, Bubis, Bubis. Und nochmal Bubis. Und Bubis. Wahnsinn. Also, wir haben jetzt den Avatar. Chico, beste Mann, vielen Dank. Ich habe gestern mal Aufruf gemacht, dass die mal langsam hier Wurst-Avatars bei Pokerstars und so... Oh ja, das sollten die echt mal anbieten. Mal machen, weil das wäre mal ganz lustig. Das wäre wirklich mal wichtig. Hallo, ihr Hobbyzauberer. Ich würde auch einen Wurst-Avatar mir einstellen. Leute, ich glaube, ich bin schon neu mit Bubis. Ich meine, er checkraced hier sehr groß und es wird eine sehr starke Range, glaube ich, sein. Da sind Sets dabei, 4er, 3er, 4-3 suited vielleicht, aber auch so viele Draws und 5-6 zum Beispiel. Krass, der Flop ist auch ähnlich. Ich denke, ich bin hier all in, Freunde. Wir sind all in mit Bubis. Und er zeigt ein Set 3er. Braucht Bube! Bube! Schade. Schade. Aber es war auch nicht viel, es waren nur 30 Big Blinds. Nee, Kreuz, was sind meine Kontrafüßchen? Das ist kalte Füße, wenn du barfuß rumläufst oder mit Socken. Kalte Füße. Ja, das hat Keller. Also es gibt, glaube ich, keinen Re-Entry im 109er. Er könnte durchaus weit 3 betten, muss nicht sein, aber selbst wenn, haben wir genug Equity. Wir pushen alle. Hier sitzen wahrscheinlich sowas wie 10er, Buben, Ass, Dame. Hier könnte man Bluff sitzen, hier könnte man nur starker ansitzen. Der hat König, wir brauchen einen Ass. Und das Ass und die Karo 3. Boah, scheiße, tut mir nicht aus. Jetzt habe ich leider nur noch 3 Big Blinds. Schade, Schokolade. Ich bin übrigens all in mit King Queen, aber nee, eigentlich bin ich doch nicht all in mit King Queen, weil er so ein großes Open Race macht. Der raced auf 4 Big Blinds. Ich habe aber nur noch 11. Freunde, was soll ich machen? Mir sind die Hände gebunden. Warum raced er so groß? Wir werden es herausfinden. Hey Tini, danke für den 18 Monate Resub, weil er 9-7 suited hat, der Kollege. Und der Bube. Und die Dame. Bube! Jawohl, nice. Comeback ist da. Weiter geht's. Comeback ist da, 26 BB. Ich bin übrigens all in schon wieder im Elfer mit Ace King jetzt. Ich hab hier, guck mal, ich habe einen mega Squeeze-Spot hier. Dead Money ohne Ende. Race, call. Und ich habe meine 20 Big Blinds hier und stelle jetzt einfach schön rein. Der callt mich jetzt eben mit. Der hat eben mit 10-3 suited gecallt. Jetzt callt der mit Pocket 4. Bring Ass. Ass. Oh, nee. Come on, bring's. Und die 3. Ah, oh, das wäre so geil gewesen. Oh, Mann, ey. Jetzt bin ich schon wieder short. Jetzt müssen wir alles von vorne aufbauen. Lass trotzdem parallel laufen. Hansi, ich bin all in im Blind Battle. Ich krieg den Call. Und die 3. Und die 3. 3! Alle mal die 3 in den Chat hier. So geht das. Und die 3. Und die 3. So, Freunde, es gibt ein Multiplayer all in hier mit Kings. Wir sind all in. Er geht all in, ich gehe auch all in. Und er hat... Warte mal, wie viel das ist. Der ist noch am Überlegen. Ja, der hat nichts. König in den Chat, Leute. König in den Chat. Und die 3. Und die 3. Ich habe gewonnen, oder? Ja! Gewonnen! Ja. Easy. Easy. Habe ich gewinnt. Easy Money. Easy Money. Schön, ne? Easy Money. Und es war wieder Startsack. Und ich bin auch immer im Elfer. Soll ich auch mal hier so Licht hinstellen? Licht
So, bring Ass. Und bring Ass. 9 und die 3. Jawoll, ich habe auch gewonnen im Elfer. Nice. Comeback ist da. Was heißt das? Hm. Wer ist das da hinten gewesen gerade, der da vorbeigegangen ist da hinten? Ja, ich habe übrigens ein Set gefloppt hier. Ein 215 habe ich Set gefloppt. Hansi, ich habe Set gefloppt. Ein 215er. Guck mal, ich muss betteln. Ich kann auch Bounty holen. 50er Bounty. Komm, bring. Bring Bounty, Xaffer. Bring Bounty. Check raise me, please, bro. Do it. Ja, er check raised mich. Leute, das erste 50$ Bounty. Also im Small Blind sollte er eigentlich nicht Ass 3 suited haben. Er hat 2er oder 4er oder einen Flush Draw. Wir sind all in für Bounty. Das erste Bounty im 215er steht an, Freunde. Let's go. Und was hat er? 4er. Nice. Und die 3. Ja, die ersten 50 sind Chaos in den Chat, Freunde. Chaos in den Chat. $50. Bam. Das ist schwer zu sagen. Ich war schon busted in dem. Ich bin jetzt aus allen Winter Series raus. Aber da kann ich re-entern. Mhm. Kann man re-entern? Ja. Dreimal. Im 22er? Mhm. Krass. Bring König. Bring 10 und König. Schade, ich bin raus. Wow. Mhm. Elva? Ja. So, jetzt hole ich mir das nächste Bounty. Pass mal auf, Hansi. Ich gucke. Ja. Watch and learn. Ich habe schon wieder Top Pair getroffen. Ist schon mal sehr gut. Werden wir auch direkt anspielen auf dem Flop. Wir spielen an. Gegen zwei Leute. Gegen Wladimir, einen ausgewiesenen Freizeitspieler. Und gegen Kevroid, der hier meinen Open Race geflattet hat. Und er callt. Die Karo 5 auf dem Turn werden wir checken. Wenn ich jetzt nochmal bette, kriege ich eigentlich immer nur Folds. Jetzt lasse ich ihn betten bzw. bluffen. Gesteckt kriege ich ihn, glaube ich, bei 66 Big Blinds hier eh nicht. Aber vielleicht blufft er sowas wie 7-6, 9-10, 9-7 und. Wir check call and turn. Und wir haben Full. Ich wette jetzt hier auch nicht für den K.O. Für den ersten K.O. im 22er. Go for it! Und hier drüben ist auch noch eins im Bounty Builder. Do it! Aber ich glaube, ich cover ihn knapp nicht. Let's go! Come on! Oh, er King, aber wir haben noch Queen Ace oder? Und Ass! König, da drüben hast du gewonnen. Da drüben hast du gewonnen. Nice. Ich muss das hier callen. Ich habe Full House. Nee, es kann gut sein, dass er. Also, er kann Achter haben. Eine 5 ist unwahrscheinlich. Vielleicht hat er Queens Plus. Aber ich muss callen. Er hat damit 10 geblufft! Nice. 100k im 215er. Auf der anderen Seite muss ich mal was machen gegen den Big Stack. Ich bin all in, Leute. Im 109er After und im Deep Stack. Also fürs Ticket, fürs 215er. Wenn wir das schmatzen, da hole ich alles raus, was jetzt. Schmatz ihn ab. Komm schon! Und die 3! Und die 3! Und die 3! Ab verdoppelt! Im 109er! Nein! Komm schon! Dealer bringen die 3! Bring die 3! Bring die 3! Winter Series ist nur einmal im Jahr. Scheiß drauf! Aber scheiß drauf! Winter Series ist nur einmal im Jahr! Ich weiß, wann du das singst. Ich meine, ole! Ole, ole! Das ist doch geil. Ich wollte nicht unterbrechen. Ich wollte nicht unterbrechen. Aber ich. Besonders so ein Assi immer darauf, weißt du, warum man so aufhört zu klatschen, wenn jemand was sagt. Entschuldigung. Ja. Oh, ich stelle all in mit 9 an, Leute. Ich habe Starsnuts. Starsnuts in den Chat, Freunde. Wir sind all in mit Starsnuts. Alles rein, sprach der Schein. Mehr Schein als Sein. Halten! Und die 3. Nein! Und die 9. Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wieder so ein Sohn seiner Mutter. Nein! Nein! Und das kurz vorm Geld. GG. Aber scheiß drauf. So, jetzt brauche ich mal ein Set 5er. Leute, ich brauche mal die 5 jetzt hier bitte. Pokersass, ich hätte gerne einmal die 5 gerade im 215er Winter Series Saturday K.O. bitte. Ja, 5 kommt. Gut, alles klar. Ich verlasse mich auf euch, ne? Ich brauche jetzt hier Bounty. Ja, gut, danke, hat geklappt, danke. Ja, ja, ich muss weiterspielen. Sorry. Ja. Hat wirklich geklappt, die 5 ist da. Nee. Doch, habe ja Pokersass angerufen hier. Also kurz bei Pokersass hier, habe ich kurz angerufen und dann habe ich das klar gemacht. Ja, so. In diesem Sinne. Ein Anruf gleich. So, ein Anruf. Bei Anruf. Bei Anruf. Bei Anruf Set. Bei Anruf Set. Jetzt mache ich Check Race hier gegen Wladimir. Komm, Wladimir. Nein, Wladimir. Oh.
Jetzt aber. Komm, Wladimir, jetzt bett doch einfach mal, bitte. Wladimir muss betten. Wladimir, betten, bitte. Soll ich ganz klein betten? Wladimir, wir danken dir. Wladimir, race mich bitte mit Ass. Nein, der Fohlen, schade. Ich krieg hier nur 3 Betten mit 10. Dann flatten wir mal. Und flatten uns in ein Overpair. Okay, ich muss callen und ihn bluffen lassen. 10 auf dem Turn! Die 10 auf dem Turn! Die 10! Die 10! Die 10! Jawoll! Pokerstars, habt ihr gut gemacht jetzt mit der 10 auf dem Turn. Jetzt bitte aber auch nochmal eine Bet vom Gegner. Ich hab Bet gesagt. Ja, jetzt muss ich selber betten oder was? Ja, was ist, wenn der Ass König hat? Callt er mich dann auch, oder was? Okay, ich verlasse mich auf euch, ne? Ich verlasse mich auf euch. Ich bette jetzt nur ganz klein. Komm, hier. Ass König. Wenn der jetzt wegschmeißt, Pugasas, dann ist aber wehe. Christa. Hier, Christa Pins heißt er, genau. Ja, der callt jetzt. Okay. Oh, da geht's sogar. Oh, das ist super. Der geht ja sogar all in. Das ist ja perfekt. Und die 3. Ja! Sehr gut. Danke, Pokerstars. Hat geklappt. 50 Dollar Bounty. Ja. Vielen, vielen Dank. Chaos in den Chat. Kannst du mir die Nummer mal geben? 10 auf den Turn, ja. Nee, die Nummer ist leider geheim. Ah, okay. Ja. Bei Anrufset. Hat er geklippt? Bei Anrufset. Nee, meistens, die Leute, die gesperrt sind, schreiben meistens, ich weiß gar nicht, warum ich gesperrt bin. Ich verstehe überhaupt nicht, warum mich der und der Streamer gesperrt hat. Lex hat letztens auch noch so eingepostet. Ich weiß gar nicht, warum mich jemand gesperrt hat. Oh, ich muss mal gerade all-in callen. Mit Ace King, Leute, fürs Bounty, 75 Bucks, komm, bring Ass. Und Ass. Und Ass. Ach, Mensch. Wollte schon allein. Mando. Schade. Ja, die sagen dann immer, ja, ich habe keine Ahnung, warum der mich gesperrt hat. Ich kann mir gar keinen Grund vorstellen. Dann haben sie was ganz, 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 ganz Fieses gesagt. Was war das beste Ergebnis einer geöffneten Kiste? Oh, ich glaube mal 50 Bucks oder so. Ich habe Ladies im 215er, Leute. Ladies in den Chat. Die Ladies in den Chat. Matucci, moin. Woran hat es gelegen? Ich meine, nachher fragt man sich immer, woran die gelegen hat. Ja, woran die, ja, ich meine, woran die gelegen hat, das fragt man sich immer, ne? Das, ja. Das ist die Frage. Winzigkeit. Nee, Witzigkeit. Danke, Hansi, dass du vermittelt hast. Die Sperrung ist wirklich überzogen gewesen. Ja, ich habe es verstanden. So, und jetzt musst du drüber. Genau. Ich habe jetzt nur P8000 freie Sperrung gesagt von dem Admin. Und wir kennen halt nicht den echten Zusammenhang. Aber jetzt, ja, jetzt ist es ja alles. So, genau. Soße drüber, fertig. Soße drüber. Quatsch mit Soße. Genau. Thema zu Ende. Thema geschlossen, bitte. Thema geschlossen, Thread geschlossen. Seite 35 auf. Knüppel hat ihn damals gebannt. Kann man das irgendwie nachgucken? Ist das irgendwie nachvollziehbar? Tortellini, Schinken, Sahne, Soße, Käse überbacken ist da. Jetzt dann der Tag. Kann der Tag. Was ist dieses Check Race hier? Hat er ein Ass oder was? Hat er ein Ass? Ich calle. Ja, das ist immer schwer gespannt. Der Bing. Ich bin mal wieder Hunger. Jetzt immer schwer gespannt. Was ist denn da los? Hat er immer ein Ass? Hat er immer ein Full? Er checkt. Ich check behind. 5-4 ein Kreuz. Hat er geblufft und hat sie nicht getraut durchzuziehen. Nix da. So, die Achter. Ein 3x da. Und dann ist die Frage. Also kommt auf an auf die Situation, wenn du natürlich am Ende ich jamme das. Die 2 Short sind. Leute, Bounty-Option, doppelte Bounty-Option. Come on. 215er. Oh, 215er in der Haus, wir haben das Ticket! Jawohl! Wir haben den Platz. Abend 215er. Nice, Freunde. So, Leute. Chaos in den Chat jetzt gleich. Ah, Wladimir callt. Er callt auch. Und einmal halten, bitte.
Und die 3. Nein! Und die 8. Oh nein. Kriegen wir das andere K.O.? Nein, kriegen wir nicht. Oh scheiße. So ein guter Spot mal wieder. So ein guter Spot. So ein Traumspot für Doppel-K.O. Das hätte unser Doppel-Bounty sein können. Ich wähle. Genau. Ich wähle, Freunde. Und lag nie. Jawohl. Komm. Das hättest du gemacht? Ja, finde ich gut. Finde ich super Play. Er callt auch. Oh nein. Come on. Und die Herz 3. Und die Herz 3. Ja, Mann. Wir sind Doppel-Bounty. 50 und 50, oder? Nee, nur ein, nur ein, nur ein. Ah, schade. Aber anyway, guten geil, Set, Mann, geil. Freunde, ey. Chaos in den Chat. Boah, das war jetzt aber wieder mit Schwitzen. Bei Hansi kann man immer mit einer Sache sicher sein. Die Mucke ist immer on point. Immer. 75er Bounty. Hansi, ich glaube. Oh, Doppel-Bounty. Doppel-Bounty. Let's go, Leute. Doppel-Bounty. Ich muss das callen. Für 150 Bucks mit Ass 5 suited. Come on. Einmal auszacken jetzt. Bring. Bring. Kreuz. Bring. 5. Bring. 5. Ne, 5 bringt nichts. Noch nicht mal die 8er besiege ich. Oh Mann! Oh. Dr. Alban, it's my life. Ja, stimmt, du bist ja auch schon ein bisschen. Oh, ich habe 10er. Leute, ich habe 10er mit 9 Big Blinds und es gibt ein Bounty und ich kann eins mitnehmen. Ich werde das jetzt callen, das All-In. Wir warten noch ein bisschen und dann geht's rein. Leute, Leute, wir sind All-In für Bounty. Come on! Hold! Hold! Hold. Und die 3. Und die 3. Nein! Nein! Aber ich krieg die Chips von dem anderen Typen. Oh Gott, das ist doch. Ah! Gott, ey. Mann! Was ist das denn? Gibt's doch nicht, ey. Es war so schön gewesen. Es war so schön mit euch hier. Und jetzt? Nee, immer noch schön. Jetzt mach ich Comeback. Jetzt mach ich Comeback mit Ass-Bube. Okay, Leute. Nächstes All-In. Wir sind schon wieder All-In mit Ass-Bube. Wir gehen rüber zu dir. Ja, wir gehen rüber zum X-Flix. X-Flix, ich gehe jetzt mal hier rüber. Ich habe Ass-Bube. Da geht. Mikkelsen überlegt auch noch, ob er drüber gehen soll. Komm, Jung. So ein Triple-Up wäre nice jetzt. Oh! Er versucht ihn zu isolieren, aber nicht mit Fisch und Tilt. Pass auf, der Fisch und Tilt geht jetzt auch All-In. Oh. Jawohl, jetzt machen wir nämlich Triple-Up. Triple-Up, oh, come on, nice. Come on, come on. Sehr gut. Und die 3. Oh nein! Nein. Und oh, Karo 3. Ja. Bube, ja. Ja. Oh. Meine oh Herren. Mein Gott, ey. Ich hab schon meine gedacht. Herren. Das war doch eigentlich Ace-10. Immer mit Schwitzen, ey. Ace-10 Horror. Und die Dreier. Was mache ich denn mit den Dreiern? Mit die Jam. Das ist noch ein 7 BW Stack. Im Big Fans ist auch noch einer mit 7 BW. Ich bin all in. Und die 3, Leute. Und die 3. Und ein Sub kommt rein. Loxager. Vielen, vielen Dank für deinen frischen Twitch Prime. Danke für deinen Support. Felix ist all in mit. Und die 3. Dreier. Okay. Ich hoffe, dass der Big Blind callt. Oh, wir kriegen den Rejam. Oh mein Gott. Die 3 halten. Die 3. Es kommt immer die 3 bei Felix. Immer. Hält, 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 hält. Und die 3. Und drei. Die 3. Und die Herz 4. Yeah! Herz 8, ja! Geil. Comeback ist da, Leute. Nice. Comeback ist da. War keine 3, aber ist Comeback. Guck mal, jetzt hast du oh, jetzt hab ich... Was für ein Schwitzen heute, ey. War ein bisschen. GG. Ich bin raus aus allen Home Games. Oh, ich hab King Queen Offsuit und es gibt... Oh, oh, ich hab King Queen Offsuit und es gibt... Oh, vielleicht gibt's Doppelbounty. Oh mein Gott, es gibt Doppelbounty. Come on. Doppelbounty. Doppelbounty, Leute. Doppelbounty mit King Queen. Let's go. King Queen, let's go. Let's go. Come on. Let's do this. Brothers and sisters. Wir sind all in fürs Doppelbounty. Komm, bring. Bring. Und er geht auch noch rein. Triple Bounty. Komm, bring, König. Dame. Dame. Und die 3. Und die 3. 100%. Ja, Triple Bounty ist da. Triple Bounty! War das jetzt? 150 Bucks! Nice! Wahnsinn! Ich werde hier. Wahnsinn! Ich glaube, wir shippen das 215er. Wir waren runter auf 3 Big Blinds oder so. Ne, auf 2,1 Big Blinds war ich runter. Chaos in den Chat, Freunde! So, wir haben Ass, Bube, Offsuit im Big Blind. Es gibt ein 100$ Bounty, es gibt ein 75er Bounty. Und das war's. Und noch ein 50er Bounty. Was machen wir denn gegen den 75er? Defenden wir da einfach nur passiv oder stellen wir rein für 75er? Ah, jetzt können wir nicht mehr, jetzt mal gecovert. Der ist gut hier, das ist doch hier, wie heißt der nochmal? Der Kollege Dingens, Bummens.
Was denn? Oh Mann, die callen natürlich alle nur wegen ihm. Wenn er jetzt reinstellt, dann muss ich isolieren. Wenn jetzt einer von den beiden reinstellt, dann bin ich drin. Ich meine, ja, okay. Ich meine, die werden oft trappen. Oh, Leute! Leute! Was hast du denn? Ich hab Asbube Offsuit! Okay, wir sind all in, Freunde. Wir sind all in. Let's go. Wir isolieren für Doppelbounty. Das kann ein richtiges Gemetzel werden. Aber die beiden trappen nicht so oft, die Big Stacks. Die callen eher öfter. Über einen halben Stack der eine. Ich cover alle, bis auf die beiden Big Stacks. Der callt auch. Triple Bounty, come on. Das ist natürlich Triple Bounty. Ihm stellt sich stark ein. Come on, er callt auch. Ach du Scheiße. Bring Ass, Bube, irgendwas. Ass 7. Scheiße. Ass 7 hat gewonnen, oder was? Nein. Ich bin K.O. Nee. Ich hatte... What? Im Turnier shippen heute Let's Go 948 im Bounty 44. Leck mich in den Tash. Ich bin allerdings auch vor allem, meine lieben Damen und Herren. Ach, leck mich doch in den Tash. Das gibt's doch jetzt nicht. Das war doch ein mega geiler Spot. Hat der 6 hat dich ausgesackt, deswegen. Ich seh's gerade. Also mit A7, ja. Ass 4 gegen 10, ich brauch Ass. Komm, und Ass. Bring Ass. Und Ass. Und Pik 3. Ja, Pik 3, Mann. Jawohl, sehr gut. Oh. Oh Mann, ey. Mensch doch. Ja, aber das war krank. Das musst du eigentlich mal... Die 6er callen auch. Klippen. Ja, das war ein C. Ey, das hätte einfach mal ein... Das hätte mal ein richtig fettes K.O. werden können. Für, weiß ich nicht, das waren $200... Plus Stack. Ich hätte nur den Flip gegen die. Ich hätte auch einfach nur den Flip gegen die Sechser gewinnen müssen. Das hätte ja auch schon gereicht. Die anderen beiden Beine waren ja short. Freunde? Ja. Ich habe noch Dame. Oh, ich bin darauf. Ich bin auf. 3-Bet und 0-In. Oha. Also kann Ende sein jetzt. Nein, das ist kein Ende. Ist niemals Ende. Du gewinnst. Du hast Ladies, ne? Yep. Alle mal Ladies in den Chat jetzt für Hansi. Come on, Ladies. Komm, bring! Nein. Dame! Gut. Und Dame! Und Dame! Was für ein Setup, ey. Was für ein Setup. Das kann doch nicht sein, ey. Was ist denn los? Jetzt wollte ich gerade zu mir rüber, ey. Ja, brauchst du denn? Das ist doch kacke, ey.